Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst natürlich alles Gute zu Ihrem Ehrentag, Herr Präsident. Es ist ja schön, dass wir, nachdem beim letzten Mal die Kolleginnen und Kollegen aus dem Schulbereich sich in unsere Breitbanddebatten einmischen durften, wir jetzt in unserer parlamentarischen Freundschaftsgruppe Breitband wieder in der alten Zusammensetzung debattieren dürfen und auch an einigen Stellen mit gar nicht so unbekannten Aussagen aus der Opposition, was alles schlecht und furchtbar läuft im Land, wieder konfrontiert wurden. Und es wird Sie jetzt auch nicht überraschen, dass wir den bekannten Anwürfen aus der Opposition die bekannten Gegenargumente entgegenhalten werden. Also etwa, dass es gar nicht so schrecklich sein kann, wenn wir Spitzenreiter bei der Breitbandversorgung sind. Die Förderung der Gewerbegebiete, Kollege Schick, möglicherweise haben wir uns deswegen da auch unterschiedlich verstanden. Sie fühlen sich jedenfalls mit unserem Entschließungsantrag ja nicht richtig verstanden. Die Förderung der Gewerbegebiete in den Gewerbegebieten, am Rand der Gewerbegebiete, das war aus meiner Lesart jedenfalls die zentrale Problembeschreibung Ihres Antrags. Insofern scheint es gar nicht schlecht zu sein, dass wir noch einmal über den Antrag im Ausschuss diskutieren wollen. Nichtsdestotrotz ist es auch an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass wir ja nicht nur die Förderung von Gewerbegebieten auf dem Zettel haben mit unseren Konzepten, sondern tatsächlich eine gute, breit angelegte Strategie hier in Nordrhein-Westfalen haben, wie wir unsere Ziele erreichen wollen, bis 2018 flächendeckend 50 Mbit als Versorgung zu haben und das auch als Rückgrat für den weiteren Ausbau Richtung Gigabit. Kollege Vogt hat gerade die Gigabit-Strategie ja schon angesprochen, dass wir eben Mitte des kommenden Jahrzehnts flächendeckend beim Glasfaserausbau auch sind. Das unterstützen wir durch eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten. Zum einen natürlich durch echtes eigenes Landesgeld. Darin unterscheiden wir uns durchaus von anderen Ländern. Eigenes Geld zur Kofinanzierung der verschiedenen Programme von Bundesebene, von Landesebene mit eigenen Programmen aus der digitalen Dividende, sowohl was den Anschluss von Haushalten in der Fläche angeht, als auch was den Glasfaseranschluss für Gewerbegebiete angeht. Das sind alles verschiedene Maßnahmen, wo tatsächlich auch Programme und Ausbauprogramme mit Geld hinterlegt werden, wo ich aber auch sagen muss, die Erfahrung hat vor allem doch gezeigt, dass wir nicht unbedingt die neuen Förderprogramme jetzt noch darüber hinaus brauchen oder darüber diskutieren müssen, sondern dass wir vor allem darüber reden müssen, wie wir dafür sorgen, dass das Geld auch vor Ort ankommt. Und ich glaube, da war es ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir im letzten Jahr ja noch ein neues Förderprogramm aufgelegt haben für die Entwicklung von NGA-Konzepten vor Ort und für die Einrichtung von Breitbandkoordinatorinnen und Breitbandkoordinatoren. Ich glaube, da sind wir im Moment auf einer sehr, sehr guten Fährte mit diesen Programmen. Jetzt haben wir uns durchaus damit auseinandergesetzt, was nützt es, so einen Gutscheintopf aufzulegen? Das klingt erst mal gut, aber ich glaube, wenn man es sich anschaut und dann auch daneben legt, neben einem Konzept zum flächendeckenden Ausbau, dann ist es natürlich zunächst mal so, solche Gutscheinsysteme haben immer die Gefahr, dass es zu Mitnahmeeffekten kommt. Wenn man das ernsthaft machen will in diesem Modell, müssen da möglicherweise auch andere Betriebe, Beträge hinterliegen. Ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt, was, wenn man das jetzt ernsthaft machen wollte, wie Sie das vorschlagen, ein 10-Millionen-Euro-Topf für alleine 188.000 Handwerksbetriebe in Nordrhein-Westfalen, nur Handwerk, dann bleiben 53 Euro pro Betrieb übrig. Ich weiß nicht so genau, ob das wirklich seriös ist an dieser Stelle. Und das wird dann ja auch nicht besser dadurch, dass diese 10 Millionen Euro, die Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben, ja auch nicht seriös hergeleitet sind. Sie versprechen regelmäßig die Fantastilliarden aus den Steinkohlesubventionen. Das sind aber zweckgebundene Mittel aus der Rahmenvereinbarung sozialverträgliche Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland. Das heißt, es sind zweckgebundene Mittel. Da kommen Sie nicht so einfach dran. Sie versprechen an der Stelle Luftbuchungen. So, und es ist natürlich auch nicht so, dass wir in die Gewerbegebiete nicht reinfördern würden, sondern sowohl mit dem Bundesprogramm als auch mit dem Landesprogramm auch in die Gewerbegebiete rein fördern können.
ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das, was Sie eben als Idee hier formuliert haben, dass dann auf jeden Fall in so einem Gutscheinsystem immer das günstigste Angebot gewinnt und dass das noch günstiger wird als mit einer Wirtschaftlichkeitslückenförderung und noch besser wird, dass das so zutrifft. Ich glaube eher, wenn Sie mich nach meiner ehrlichen Meinung zu diesem Modell fragen, dass da eher ein Flickenteppich rauszukommen droht, wenn man das so macht, wie Sie das vorhaben. Und ich glaube, wir brauchen in NRW zur Erreichung unserer Ziele einen Ausbau aus einem Guss und nicht einen Ausbau aus Ihrer löchrigen Gießkanne. Herzlichen Dank.